Vor etwa 10 Jahren haben mich tatsächlich aus dem Nichts, muss man sagen, ganz, ganz starke Panikattacken gebeutelt. Begonnen hat das Ganze, ich erinnere mich tatsächlich wie heute, weil es sind einschneidende Erlebnisse, sowas vergisst man nicht, auf der Theaterbühne. Da muss man sich vorstellen, da sitzen 600, 700 Leute im Zuschauerraum und mitten im Stück geht das plötzlich mit einem Blackout los. Den hat man manchmal als Schauspieler, das ist gar nicht so tragisch, aber du merkst, da ist mehr. Man fühlt plötzlich inneres Zittern und heiß und kalt und merkt, jetzt ist etwas ganz, ganz anders. Große Angstzustände. Auf der Bühne hatte ich das dann sehr häufig, auch später während Filmarbeiten vor der Filmkamera, hatte ich diese Panikattacken zwischendurch immer natürlich wirklich doof, muss man sagen, ist auch immer diese Angstzustände, die Angst vor der Angst, kommt's wieder. Und dann der Kreislauf, der sich beginnt zu drehen. Passiert mir das wieder? Kannst du dann arbeiten? Bist du belastbar? Und vor allem gehören zu diesen Angstzuständen, zu diesen Panikattacken ja oftmals eben auch depressive Verstimmungen. Diese Panikattacken, die ich lange hatte, denen bin ich begegnet, indem ich, ob das so ein bisschen in meiner Natur liegt, weiß ich nicht, indem ich von Anfang an so ein bisschen, indem mir das Herz auf der Zunge lag. Ich habe relativ früh mir Hilfe gesucht und habe ein Stück aus Hilflosigkeit sicherlich auch darüber gesprochen. Konkret war es bei mir so, dass ich wieder mal während Filmarbeiten eine Panikattacke hatte. Und das ist wirklich scheiße. Du hast echt Angst, dass du den Tag nicht schaffst, dass du auch ganz blöd die Texte nicht auf die Kette kriegst, dass du wirklich auch versagst am Arbeitsplatz und dass man dann das natürlich auch merkt und dass du, das merken ja die Leute, dann besetzen sie dich mehr. Also diese Angstkette, die dann in Gang kam. Und da habe ich mir einen Produktionsleiter, so nennt man es beim Film, einen Verantwortlichen gegriffen, mehr wie gesagt aus einer Not, aus einer Hilflosigkeit und habe gesagt, du, boah, mit mir geht's gar nicht gut, ich habe das und das. Ich wusste es ja auch nicht, ne? Konnte das gar nicht einwerten recht, was das genau ist, weil es kam, wie gesagt, ziemlich aus dem Nichts. Und da hatte ich Glück, der kannte sich aus. Der hat in seiner Familie auch solche Situationen und hat mich zu einem Arzt geschickt, zu einem Freund tatsächlich von ihm. Und dieser Arzt wiederum kannte sich auch mit dem Thema aus. Ich wurde also relativ früh abgeholt und aufgefangen und mir wurde auch schnell gesagt, du, ich glaube, wir wissen, was das ist. Das sind einfach Angstzustände, die mit depressiven Verstimmungen und mit Depressionen zu tun hat. Boah, das ist ein Schock erstmal. Also, Depressionen? Wie geht das denn jetzt? Also, ich bin doch ein lustiger Mensch, bin noch nie krank gewesen, ist doch. Und, aber das eben, ist eben eine Situation bei dieser Krankheit, die kann eben jeden treffen und sie kommt auch aus dem Nichts. Bei mir war es dann konkret so, dass ich mir, ja, und das ist eben jetzt auch eins der Credos, die ich habe, dass ich mir eben frühzeitig Hilfe geholt habe. Ich habe vom Arzt dann sehr früh ein Präparat verschrieben bekommen, das ich tatsächlich dankbar angenommen habe, das bei mir relativ leicht dosiert über 3 Jahre dann mir geholfen hat, runterzukommen, arbeitsfähig zu sein, mich zu spüren auch ein Stück weit, dass ich mich entspannter öffnen konnte, auch in den Therapien, dass ich dann anfangen konnte, auch selber für mich Strategien zu entwickeln, also Exit-Strategien dann schon, was mir selber noch gut tut, wie autogenes Training, wie Meditation. Ich selber habe viel NLP gemacht. Also diese ganzen Dinge, auf die bin ich dann gekommen, über diese 2 Säulen, die mir gut getan haben. Das ist einmal die Gesprächstherapie und dann ist es B, eben die Meditation gewesen. Dass es aber doch diese Krise im Leben, und die ist es eindeutig, weil das haut dich von den Füßen und das haut auch ein Ego, was du hast, ja.
Aber es hat tatsächlich, will ich heute tatsächlich ehrlicherweise sagen, auch sehr viel Positives, weil man beschäftigt sich ungeheuer intensiv mit sich selber. Man kommt an Bereiche über die Therapie natürlich auch, über Nebenaktivitäten wie Meditation und sowas an sich selber ran, dass ich heute, überschwänglich hochtrabend was sagen, ein anderer Mensch bin. Also Thema Achtsamkeit, Thema Aufmerksamkeit auch anderen Menschen gegenüber, sie mal zu beobachten, wie es denen so geht. Also da habe ich was mitgenommen. Und insofern war die Krise für mich auch eine große Chance, im Leben sehr viel mitzunehmen. Wir brauchen tatsächlich eine Kampagne wie die, die wir tun. Hashtag gemeinsam gegen Depressionen. Wir brauchen mehr Aufklärung. Ja, Depression ist eine ernsthafte Krankheit, eine ernstzunehmende Krankheit und nicht eine Reaktion auf widrige Lebensumstände, sondern das ist auch nicht einfach so mal, iss mal ein Stück Schokolade oder schlaf dich mal richtig aus oder lachen, Mensch, lachen hilft doch mal richtig, Mensch, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das ist eben nicht der Fall.